Ein Kontrolleur im Auftrag der BVG hat mir ins Gesicht geschlagen. Nachdem er und seine zwei Kollegen einen Mann, dessen Ticket 30 Minuten lang abgelaufen war, brutal aus der Tram gezogen haben, bin ich auf sie zugegangen und habe gesagt, dass das so nicht in Ordnung ist. Daraufhin ist einer von denen auf mich zugekommen, ist mir auf die Pelle gerückt, hat mich verbal angegriffen und mir schließlich einfach ins Gesicht geschlagen. Und dann hat er gesagt, ich hätte Körperverletzung begangen und die Polizei gerufen. Und ein Kollege musste ihn noch darauf hinweisen, dass er ja nicht mal seine Weste trägt, wo er erkennbar ist. Und das passiert besonders von Rassismus betroffenen Menschen und auch armen Menschen der Arbeiterinnenklasse. Und ich denke, wir brauchen unbedingt einen kostenlosen ÖPNV, der ausgebaut wird. Und die Freilassung aller Gefangener, die wegen Armut im Gefängnis sitzen, weil sie kein Ticket hatten. Es kann nicht sein, dass Leute für Armut kriminalisiert werden. Und wenn euch auch so Ähnliches passiert ist, berichtet uns gerne, kontaktiert uns über Instagram oder über die E-Mail auf der Website.